So, und weiter geht's. Wir sind ja hier, versuchen hier reinzukommen ins Anwesen, beziehungsweise irgendwo ist hier... Achso, ich muss da rein. Ich habe da hier aber noch ein paar Freunde, die fliegen hier auch irgendwo rum. Achso, ich hätte auch da längs gehen können. Alles klar. Naja, gehen wir hier links. Da muss ich rein. Aber ich brauche das Geld. Ich habe es mir verdient. Ich habe auch Ausgaben, Schwein. Wisst ihr? Seid euch nicht zu sicher, Gissur. Ihr seid sehr nützlich, aber seid euch nicht zu sicher. Wir haben andere Informationen. Noch einer Zauberstrahlen. Ich brauche einen Trank, ey. Ich habe keine Tränke mehr, das ist scheiße. Ich hätte mal Zauber lernen sollen. Habe ich nicht heilen? Wiederherstellung. Hallo. Ja, das ist schön. Objekte, die Waffe wieder rein. Zack. Und jetzt wirst du sterben. Nein. Oh, eine Honigschnitte. Kleine Spiel. Rolle des Rufs zu den Waffen. Punkte, Apfel, Schlüssel zum Vorzimmer. Das ist gut. Die Robe bringt richtig viel Gold. Bringt auch Gold. Oh. Nehmen wir alles mit. Was haben wir noch? Papierrolle. Lauter Papierrollen. Zaubertrank des Falschens. Oh, was haben wir hier? Gold. Oh. Experte? Ich habe keine Dietriche. Nein. Ich weiß gar nicht, ich habe sowieso damit nicht gar nicht angefangen gehabt, oder? Falls jemand die Bücher lesen will, das muss er mir sagen, bitte. Ich klicke die immer nur einmal an, damit ich alles nur hab, falls irgendwo Aufstieg ist für irgendwas. Also eine Verbesserung für die Fähigkeiten. Sonst gucke ich sie nicht, lese ich sie nicht. Willkommen zum Buchlesen-Simulator. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Bänder er vielleicht vom gleichen Buch hat. Aber egal, wir brauchen die. Höchste Ausdauer. Lösung der Stärke. Ist irgendwie auch so dunkel gerade hier, oder? Flöte. Wir können einen flöten. Ja... Wissen ist Macht, ne? Hier kriegt das in dem Spiel sogar eine richtige Bedeutung. Nichts wissen macht nichts. Jetzt ist alles klar. Jetzt ist alles klar. Wenn der mich sieht, dann wird er mich auch umbringen, also. Da runter? Ist da hinten irgendwo was? Ist da jemand? Hey! Stark überbewertet! Nur du hättest nicht sterben müssen. Hättest du mich nicht ange... Idiot. Hättest du nicht machen müssen. Hättest du nicht machen müssen, mein Freund. Dann hätte ich dich auch nicht töten müssen. So, wir gehen noch nach oben. Ich muss ja gucken, ob es irgendwas Tolles gibt. Habe ich jetzt hier... Oh, Streikkorb. Meiner. Danke. Objekte, Bekleidung. Können wir auch schon mal. Leichte Elfenrüstung. Ach nein, die hat eine Fähigkeit, ne? Na egal, die ist sowieso besser. Waffen. Streikkorb. Oh, süße Waren. Schon wieder Flöte. Zaubertrank. Ah. Ja, bei mir wird es hier gerade... Glühstaub, oh, ist auch gut. Bei mir wird es gerade wieder ein bisschen heller draußen. Nehmen wir auch mit. Und
jetzt habe ich das Problem, dass ich langsam hier nicht mehr so viel sehe. Wir gehen erstmal schnell nach oben. Ist hier noch was Schickes? Oh, ein Bettchen. Oh, was haben wir da denn? Neben Totenschädel. Oh, hier hat jemand irgendwo... Wenn wir hier schon mal alles räubern können, ne? Sollten wir es auch tun. Dann sollten wir das auch tun. Tresor. Holy moly. Geil. Wir nehmen ja alles mit. Wir sind kleptomanisch veranlagt. Alles, was wir jetzt Gold machen können. Oh, nehmen wir auch. Das ist über ihre Holzteller. Haben wir den schon gehabt? Nö. Gut, können wir nochmal kurz die Objekte, Bekleidung, Stahlrüstung. So. Und den legen wir natürlich auch an. Wie sehen wir jetzt aus? Jetzt bin ich wieder im alten Look fast von damals. Gold ist immer gut. Und nix hier. Und Büchlein, ja, das habe ich glaube ich schon gehabt. Ist das keine Truhe? Schade. Ein Schränkchen. Überall Gold. Die haben überall Gold versteckt. Das ist echt Wahnsinn. Als wenn das nichts wert wäre. Himmelsrand für Entdecker. Nehmen wir auch mit. Bücher können wir nachher auch verticken. Ist ja scheißegal. So, hier oben bin ich jetzt fertig. Jetzt gehen wir da hinten hin. Wo war das? Auf der anderen Seite. Gut, du bist nackt. Ich hab dir alles geklaut. So, hier kann man auch links gehen. Feine Kleidung. Ich wollte haben die feine Kleidung. Oh, Gold. Und hier komme ich nicht weiter. Aber hier ist noch eine Truhe. Mit Gold. Leer. Alles schon leer gesoffen hier? Mehlsack, okay. Oh. Aufgeschlossen. Geil. Oh. B-Winde. Ui. Kann ich den benutzen? Ist der besser? Wo ist der schön? Da. Hier ist noch ein Freund. Hey. Tja, echt schlechte Karten, wa? Ja, gleich nochmal einen besseren gekriegt. Also heute ist echt hier... Denn der ist sowieso nichts wert und... Ja, kann auch raus. Die behalte ich noch. Was haben wir da denn? Aufschließen. Dunsthöhle. Okay. Ich muss da sogar runter, oder? Hier ist noch irgendwas. Hattest du keinen Schlüssel? Was war das denn? Achso, meine Sachen. Dieses Schloss kann nur mit Hilfe... Okay, nur ein Schlüssel. Und ich habe keinen Schlüssel für das. Wo geht's hier denn hoch? Hier geht's zu dem anderen. Bebendete Eisenrüstung. Okay. Ich höre da irgendeinen. Gucken wir nochmal, was die bringt. Bekleidung. Ja. Okay, das ist dieselbe. Ah, das muss echt wehgetan haben hier. Oh. Komm, ich befreie dich. Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Hä?
bin nicht hier, um euch zu quälen. Ich möchte alles noch einmal hören. Gut, wie ihr möchtet. Könnt ihr mich nicht einfach töten und es hinter euch bringen? Es gibt einen alten Mann. Ich habe ihn in Rifton gesehen. Ich weiß nicht, wo er wohnt. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, er passt auf die Beschreibung des Mannes, den ihr sucht. Vielleicht ist er es, vielleicht nicht. Mehr weiß ich nicht. Hm. Suche nach Informationen für die Rückkehr der Drachen. Entkommen. Okay. Ich bin nicht hier, um euch zu quälen. Wer? Was wollt ihr dann? Keine Zeit für Erklärung. Lasst uns hier verschwinden. Ja, natürlich. In Ordnung. Los, hier entlang. Die Wachen beseitigen hier die Leichen. Der Weg muss irgendwo hinführen. Ich bin sowieso schon tot. Klingt gut, ich werde euch... Oh, warte mal, da wird mein... Machen wir, dass wir hier rauskommen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Die wollen meinen Freund töten. Scheiße. Scheiße, komme ich da nicht hin? Das war schon alles. Ihr habt ihr was drauf? Los, Bruder! Törichter Mensch, eure Zeit ist abgelaufen. Meinen Befehl hören. Falltürschlüssel. Ah, gut. Schlüssel zum Verhörzum. Auch gut. Nix Tolles sonst. Hast du noch irgendwas Tolles? Oh, nehmen wir auch. Lalala. Gut. Wo ist mein Freund? Nein! Ich war zu spät. Ja, mein Freund ist gestorben. Mann, der hat mir geholfen, hier reinzukommen. Und ich war zu langsam. Was haben wir hier denn? Idiot. Bist du jetzt hier runtergesprungen? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Ich geh mal... Au, Alter, nicht, dass er ihn tötet. Zaubertränke, Zaubertränke. Nein, nein, ich hab es. Ja, schnell weg. Geh weg. Los, ihr habt mir einfach so geholfen. Also, danke. Alter Schwede, der hat mich fast getötet. Zum Glück kommen die nicht hinterher, wenn du so hingegangen bist. Boah. So. Elfi. Muss ich wieder nach Flussfall zurück? Wieder nach Flussfall zurück. Teleportation eingeleitet. Schnell nach Flussfall reisen. Ja. Und wir sind wieder zurück in Flusswald. Wie oft müssen wir nicht immer nach Flusswald reisen? Was ist los? Nix. Ja. Wir drücken mal die Speichertaste. Sven, du schon wieder. Du schlenderst ja auch immer tagüber, ne? Einfach mal nur hier rum. Hin und her, hin und her. Moin, Orgna. Zumindest habt ihr es lebend wieder hinausgeschafft. Ja, na klar. Eure Sachen befinden sich wohlbehalten in meinem Zimmer, wie versprochen. Das ist schön. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Ja, die Talmor wissen nichts über die Drachen. Wirklich? Das ist schwer zu glauben. Seid ihr sicher? Sicher.
Wenn ihr mir sowieso nicht glaubt, weshalb habt ihr mich dann überhaupt damit beauftragt? Schon gut, ihr habt ja recht. Ich war nur... Ich war so sicher, dass sie dahinter stecken würden. Wenn nicht die Talmor, wer dann? Oder was? Ich weiß nicht, aber die Talmor suchen nach einem gewissen Espern. Espern? Er lebt. Ich dachte, die Talmor hätten ihn vor Jahren schon erwischt. Dieser verrückte alte Kerl. Aber es wundert mich nicht, dass die Talmor ihm auf den Fersen sind, wenn sie herauszufinden versuchen, was mit den Drachen los ist. Hm. Was wollen die Talmor von Espern? Ihr meint davon abgesehen, dass sie jede Klinge töten wollen, die sie in die Finger bekommen können. Espern war einer der Archivare der Klingen, bevor die Talmor uns im Großen Krieg ausradiert haben. Er wusste alles über die alten Drachengeschichten der Klingen. Er war geradezu besessen davon. Damals wollte niemand etwas davon hören. Er war wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Die Talmor glauben als, dass die... Ne? Die Talmor glauben also, dass die Klingen von den Drachen wissen. Sie scheinen ihn in Riften zu vermuten. Okay. Welche Ironie, nicht wahr? Die eingeschworenen Feinde glauben, dass jedes nur erdenkliche Unheil ein Schachzug der Gegenseite ist. Dennoch müssen wir Espern vor ihnen finden. Wenn jemand weiß, wie man Drachen aufhalten kann, dann er. Wissen Sie, wo er ist? Sie scheinen ihn in Riften zu vermuten. Rifton also. Sicher unten am Rattenweg. Dorthin würde ich jedenfalls gehen. Ihr macht euch besser auf nach Rifton. Redet mit Brynjolf. Er hat Beziehungen. Das ist zumindest ein guter Ausgangspunkt. Ach, und wenn ihr Espern findet, wenn ihr mich schon für paranoid haltet, es ist womöglich nicht ganz leicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Fragt ihn einfach, wo er am 30. Eisherbst war. Er wird wissen, was das bedeutet. Warum ist es so wichtig, dass ich ein Drachenblut bin? Was ist mit den Klingen passiert? Warum fliege? Ja, egal. So, wo ist meine Kiste hier mit meinen Klamotten? Leer. Was braucht ihr, Drachenblut? Truhe. Ist das alles meins? Alles meins? Alles? Ja? Alles meins. Oh, kannst nicht mehr rennen. Oh mein Gott. So. Bekleidung. Können weg. Ach nee, warte mal, die. Ist egal. Die kann ich verdicken. Die kann ich auch verdicken. Können weg. Die bringt auch ein bisschen Gold. Können weg. Bringt auch nix. Die bringen eine Menge und die bringt nix. So. Immer noch zu schwer. Ah, schade. Braucht ihr etwas? Ja, dass du zur Seite gehst. Hey, diese Rüstung da. Ihr habt sie weggeworfen, ja? Also kann ich sie doch nehmen, oder? So viel Glück hatte ich den ganzen Tag noch nicht. Ist das geil. Hat die sich eigentlich an mir vorbeigegeben? Was? Geh weg. Ich muss was verticken. Öffnet den fertig. Oh ja, eine Stufe aufsteigen kann ich auch noch. Das ist auch gut. Wir haben was zu Zimmer? Verkaufen. Wollen wir diesen Hunger doch stillen, ha? Wo tauen wir denn? Oh, wir können nur Essen und Zutaten verticken. Ah. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ist ja gut. Bis zum nächsten Mal. Wir schlendern hier so ein bisschen durch die Gegend, weil wir zu viel mitgenommen haben. Mein Freund. Ja, du trägst zu viel und du kannst nicht rennen. Ich weiß. Ach ja, mal gucken. Wir können die Stufe aufsteigen auf jeden Fall. Und wir nehmen wieder Gesundheit. Und wir brauchen Redekunst. Ach so, wir haben ja dieses Teil. Ich möchte gerne... Wow, bei mir jetzt gerade laut in den Ohren. Schwere Rüstung. Moloch. Steige die Rüstungswert schwerer Rüstung um 20%. Muss ich wohl. Noch einen Punkt habe ich leider nicht. Na, mein Hühnchen. Man kann ja auch nicht schnell reisen, wenn man die Taschen voll hat. Das ist ja das Problem.
Hui. 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 Your body would lose. Ein Drache hat Königshain angegriffen. Ich weiß. Aber warum? Warum diesen Ort? Keine Ahnung. Keine sichere Zuflucht mehr. Wir warten mal eben. Wie spät ist es? Ja. Hat noch kein Auto. Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, braucht ihr eine neue. Werft einen Blick drauf. Ja, ich muss verticken. Ich brauche Kleidung. So, das kannst du haben. Das kannst du haben. Wo sehe ich denn eigentlich? Naja, sehe ich nirgendwo. Kannst du auch haben. Ach, liegt auch noch irgendwo rum und die kannst du auch alle haben. Gut. Waffen und sonstiges. Kann ich jetzt wieder laufen? Ja. Juhu, ich kann wieder laufen. So, ich sollte noch riften. Das war hier unten, oder? Jo. Nein, da komme ich leider jetzt noch gar nicht hin. Das ist jetzt sehr schlecht. Eventuell werde ich erstmal nach, wie hieß das? Weißlauf. Und dann werde ich da mal kurz verticken. Ich muss hier schwere Rüstung loswerden. Weiß gar nicht, habe ich jetzt noch irgendwas an? Ah nee, die Zauberrüstung muss ich loswerden. Und machen wir noch einen schneller. Können zur Drachenfeste, weil ich weiß, dass der Magier ja damals da verkaufen wollte. Oh, schieß Pani. Der Magier wollte ja damals verkaufen. So, moin Mädels, ne? Alles klar. Wo ist mein Freund der Magier? Wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Ah, kleiner Balto. Besucht die Drachenfeste, um über die... Werft einen Blick darauf. Nee, ich will verticken, Alter. Kannst du haben. Scheiße, das ist gar nicht so viel Geld, Alter. Ring der geringen Zerstörung. Nee, den brauche ich noch. Waffen. Boah. Wie verdicke ich dir noch? Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfest besuchen. Nein, ich will kein Magier werden. Magier ist scheiße. Nicht in der Runde. Eventuell, wenn ich nochmal irgendwann durchspielen sollte. Aber bis jetzt. So. Ritualistenstein. Ich war da am weitesten. Dunkelwasserpass. Dann werden wir nochmal hinreiten. Ja. Reiten. Wir teleportieren uns heutzutage. Weißt du? Teleportieren. So. Und... Ah, hier kenne ich noch die Stelle. Auf der anderen Seite will ich. Da hinten hin. Kann ich... Oh, Jesus. So, nee, hier hoch. Komm, Fettchen. Hotte Hü. Gucken, ob wir da hinten irgendwo runterkommen. Ohne schmerzhafte Erfahrung zu machen. Uiuiui. Aber wir kommen noch runter. Ganz langsam. Wir schaffen das. Oh, nee, ich hab's nicht gesagt. Wir kriegen das hin. So. Was? Ist das geil. Oh, guckt euch das doch mal an, wie das aussieht. Hey. Ich könnte manchmal stundenlang mich hier hinsetzen. Alles gut bei euch, Jungs hier? Manche sagen, die Talmor hätten sich ihn geholt. Es hat nicht lange gedauert, bis ich unter Ulfriks Banner marschierte. Drap, drap. Muss ich hier runter? Oder muss ich... Nein, ich muss die andere Brücke nehmen. Ist das schick. Ich finde das Spiel so geil. Ich könnte echt... Da muss man sich mal echt überlegen. Also was man... Ich habe die ganze Zeit, ne? Also... Ach, das ist echt ein Traum.
Bei dem anderen brauchte man, also bei den normalen Editionen brauchte man damals die Mods. Und jetzt ist das Wahnsinn. Wahnsinn. So, links, rechts. Ich muss da runter. Ah, ja, super. Da will ich hin. Dahin. Kann ich den entfernen? Entfernen-Taste drücken. Ja, da möchte ich hin. So, ich glaube, ich reite dann hier oben links. Ja, es ist echt ein wunderschönes Spiel, ne? Das kann man echt so sagen, das ist einfach Wahnsinn. Was soll man dazu einfach anderes sagen? Wo ich das erste Mal das Spiel durchgespielt habe, erinnere ich mich noch ganz genau, dass ich erstmal manchmal eine halbe Stunde lang denn da stand und dann einfach nur die Berge angeguckt habe. Und damals hatte ich noch eine alte Grafikkarte, da war das Spiel trotzdem in den höchsten Tönen. Konnte man alles einstellen. Also man kann sagen, die Grafik damals von PlayStation 3 war ja praktisch schon beim Anschlag von Skyrim. Und jetzt, wenn man die PlayStation 4 vergleicht, vorher denn ja, in der normalen Version, und jetzt gibt es ja auch die Pro-Version. Und ich weiß gar nicht, ob die Pro, beziehungsweise ob die normale PlayStation in derselben Auflösung alles wiedergeben kann jetzt. Und dann, ach, schon wieder Wolf, Russis. Ob man das alles in derselben Auflösung wiedergeben kann, das würde mich schon mal interessieren. Nur das Ding ist, das Geld habe ich dazu gar nicht. Na, mein Freund, alles gut. Ich habe nur die normale PlayStation. Und ich reite in die falsche Richtung. Ich muss nach Süden. Willkommen zum Reitsimulator. Ich glaube, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder und dann werde ich dann wohl vor Riften sein. Also bis dahin, ciao.